Herr Ditschkopf ist Leiter der föderalen staatlichen Agentur für die Verwaltung und Nutzung der geschichtlichen und kulturellen Denkmäler. Und seine aktuelle Position: Er ist stellvertretender Kulturminister der Russischen Föderation. Und er wird uns heute einen Vortrag halten zum Thema der Einfluss der Deutschen auf die russische Kultur. Начну с того, что я родился, вырос и работаю сейчас в Москве. Олег Ditschkopf ist geboren, aufgewachsen, arbeitet zurzeit und lebt in Moskau. Um die Bedeutung dieses Vorortes von Moskau zu verstehen, kann man als bestes Beispiel Herr Peter Nitrossen nehmen, der ist in dieser Gegend aufgewachsen, unter den Deutschen. Поэтому я очень рад сегодня возможности рассказать вам про ту часть Москвы, которая очень тесно связана с Германией. Und ich bin sehr froh, heute darüber zu erzählen, über Moskauer Gebiet zu erzählen, was sehr mit deutscher Kultur, mit deutscher Geschichte verbunden ist.